Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Transport FIFA. Ich habe mal auf Cam wieder gebastelt, und zwar diesen neuen Bahnhof hier, beziehungsweise eine ganz neue Strecke. Bitte entschuldigt das Piepsen im Hintergrund. Bei mir ist gerade eine Nase ausgefallen. und zwar ist es die Strecke zwischen Riedberg und hier rüber, wo wir ja eigentlich diese Junction machen wollen. Die Idee habe ich ja aktiv wieder verworfen. Vorerst erstmal. Wir fahren hier direkt rüber und dann hier wieder runter. Und danach Düsseldorf, unser englisches Düsseldorf hier, damit es eine Verbindung gibt. Und ja, damit habe ich jetzt die letzten anderthalb Stunden jetzt verbracht mit dem Gleisvorfeld hier und dem neuen Bahnhof. Und das Besondere bei diesem Gleisvorfeld ist, also einerseits haben wir hier die Straße, die rüber geht. Und dies ist manuell hier, also die gehen dann hier zu, also im englischen Style. Wir haben hier diese Whistle-Tafeln, also dass die Züge hier huben, wenn die durchfahren. Das sind, also die funktionieren wirklich, die machen das auch. Das habe ich auf beiden Seiten hier. Ich habe jetzt meine zwingend notwendig, aber ich dachte, ich mach's mal. Und ja, die ganzen Oberleitungsmasten, zumindest bis, also alles ab da nach links, habe ich selbst gemacht. Ich denke mal, das sieht gar nicht mal so falsch aus. Ich habe mir gedacht, ich probiere es jetzt einmal. Gerade hier wegen den ganzen Weichen und Kreuzungen sieht es ein bisschen besser aus, wenn man das händisch macht. Hier ist so Double Spans gemacht, immer wieder mal. Und die Idee ist, dass quasi das die Hauptstrecke ist, von, also von unserem King's Cross her. Die in der Mitte, die Plattform, ist, wenn man hier auf die andere Strecke will. Sprich, die fahren dann hier rein und fahren dann wieder da raus oder umgekehrt. Und die untere ist die für Düsseldorf und dann mal schauen, wie wir hier weiterfahren. Die Depots da, die sind erstmal nur temporär, damit ich hier mal was rausschicken kann. Und mit entschuldigt. Ich habe auch schon mal zwei Linien gemacht. Einerseits hier eine Linie mit einem HST. Der fährt direkt bis unser King's Cross, ohne Halt. Und dann habe ich hier noch ein Regio. Und zwar ist es eine Class 110, glaube ich. Oder 130, muss ich mal kurz schauen. Class 110. Und zwar refurbished. Also soll heißen, aufgearbeitet, modernisiert, in Doppeltraktion. Und das ist wie so ein City Shuttle. Der City Shuttle fährt von da bis Riedberg und wieder die Tour. Mehr macht er nicht. Ja, an sich, der Bahnhof, der ist komplett selbst gebaut. Der ist aber an King's Cross angelehnt. Also die ganzen Plattformen hier sind von King's Cross. Die Assets, beziehungsweise die Schilder, das ist ja nicht von King's Cross. Die habe ich so gefunden. Ein bisschen Werbetafeln, die ich da so random platziert habe. Dann hier Bahnsteiganzeiger, wo hier was abfährt auf dem Gleis. Auf der Seite nochmal nur für das Gleis. Und hier ist ein Doppelübergang. Hinten einmal einfach. Und halt das Dach und das Gebäude von King's Cross. Einen kleinen Bug gibt es jedoch. Es ist ja, es soll zwar hier so der Eingang sein, aber der effektive Eingang, wo die Leute reingehen, das ist hier. Das ist halt ja, dem geschuldet, dass es ja eigentlich King's Cross ist und das ein bisschen anders aussehen wird. Ich finde es jetzt okay, dass die Leute hier da reingehen und dann verschwinden und dann auf magische Weise dann wieder hier auftauchen. Das gleiche ist auch mit die Leute, die versinken. Ja, habe ich damit abgefunden. Die Schilder hier, die werde ich dann noch auf die anderen Bahnsteige hinplatzieren, wenn wir dann da mal Traffic haben, damit hier die Sachen entsprechend richtig angezeigt werden. Ja, ah ja, und die Signalbrücke, die hat jetzt hier endlich mal funktioniert. Bin ich ein bisschen stolz drauf. Ich wollte die ganze Zeit schon mal bauen. King's Cross hat das ja nicht so ganz geklappt. Aber hier komplett durchgeht. Da habe ich mir damit beholfen, dass ich hier wieder Schienen reinzogen habe, damit das hier gesnappt hat. Und ja, diesmal nicht versetzt. So viel mal zu dem. Was wir jetzt für ein Problem haben, ist der Bahnhof in Riedberg. Wir haben zwar hier unsere viergleisige Strecke, wo da Aufteilung mit dem Regio ist, aber die Züge, vor allem die Regios, sind sich jetzt hier mit den Intercities im Weg. Also vor allem, wenn hier der HST durchbrettert und der Regio, der jetzt gerade, bin mir gar nicht sicher, der fährt jetzt vermutlich nach Riedberg gerade rein, tut er sich halt blockieren. Sprich, ich würde gerne diesen Bahnhof komplett umbauen. Ich hätte gerne dedizierte Haltestellen oder Bahnsteige für die Regios als Kopfgleis in einmal von der Richtung kommen passend und einmal von der Richtung kommen passend und zwei Durchfahrgleise, mindestens zwei.
eventuell sogar noch einen Stopp für den Intercity. Irgendwie sowas, das werde ich mir jetzt noch überlegen, was wir hier bauen. Ich werde es dann wieder im Zeitraffer euch zeigen, vorher, nachher, wie wir das hier bauen, damit wir hier nicht zum Bottleneck kommen. Damit hier die Hochgeschwindigkeitszüge entsprechend durchrauschen können. Und ja, dann komme ich wieder. Also, dann würde ich sagen, Zeitraffer, los!
Okay, liebe Leute, der Umbau ist fertig und der ist gar nicht mal so schlecht geworden. Ich bin weitestgehend zufrieden, dass wir jetzt in beiden Richtungen hier so ein Regionalgleis haben, also zweimal jedes Mal. Was mir nicht so gut gefällt, ist ja der Eingang hier und dass die Leute eigentlich hier rauskommen. Ansonsten, ja, mein Fazit war ganz okay. Sieht auch innen okayisch aus. Das mit der Tickethall, ja, ich denke, es erfüllt seinen Zweck erstmal. Und die Frage ist, ich habe natürlich hier den Intercity. Der bleibt jetzt hier nicht mehr stehen. Die Plattform ist zwar quasi noch da, aber wird halt nicht mehr befahren. Ob man das nicht vielleicht irgendwann wieder ändern, aber bis jetzt fahren hier alle Intercities durch. Das einzige Bottleneck, was wir jetzt hier haben, ist natürlich, wenn hier der Regio da rausfährt, dann blockiert er mal ganz kurz die Gleise. Aber ansonsten können die da durchbrausen, während die da stehen. Der Anschluss hier von den zwei Gleisen hier, der ist ein bisschen mäklungen, auch wegen dem Tunnel hier. Erfüllt aber erstmal seinen Zweck. Auch hier, das habe ich nochmal neu gemacht, was ein bisschen mehr Sinn macht, von dem, wie sie da auf die Richtung wechseln können. Also das Doppelkreuzung, das hat jetzt nicht so viel Sinn gemacht. So macht es jetzt, glaube ich, mehr Sinn. Und es sieht auch im Linienmanager etwas besser aus. Ich sollte vielleicht mal die Farben anpassen. Also zum Beispiel, dass wir hier nicht zweimal grün haben. Aber ja, ich bin happy. Jetzt müssen wir mal schauen, wenn hier der Verkehr ein bisschen läuft, wie sich das jetzt hier entwickelt und ob man mittelfristig das hier mit den Tunnel so lassen oder ob wir hier voll durchplanieren. Das wäre natürlich eine Option. Okay. Ja, 304 Leute beim BR Regio 2, das ist der, was hier nach unten geht. Da habe ich jetzt schon mal umgestellt, dass anstatt vier einzelnen hier zwei auf Doppeltraktion sind mit jeweils einer Kapazität von 251. Ja, muss ich mal schauen. Und ich würde das Spiel mal kurz neu starten. Die Frames gehen gerade voll nach unten von dem, was ich hier alles gebaut habe. Da muss ich echt regelmäßig das Spiel durchstarten. Und es wäre natürlich nur cool, wenn wir jetzt hier die Verbindung nach Düsseldorf hier runter machen. Am besten viergleisig. Und dann haben wir hier wie ja, so einen Kreis. Und dann können wir entsprechend auch so einen Service hier rundherum fahren lassen. Vielleicht eh sogar diesen Regio-Service. Ja, das mal als nächstes. Ich glaube, ich baue mal hier schnell die Strecke. Aber das nicht im Zeitraffer, aber die Streckenbau ist jetzt dann nicht so interessant. Und dann haben wir das hier fertig als nächsten Teil. Okay, einen Schnitt später ist die Strecke fertig. Also hat nur ein paar Minuten gedauert. 20 Minuten ungefähr habe ich das jetzt hier fertig gemacht. Und ist gleich viergleisig. Also so wie man es vorher gehabt hat mit der City. Innen drin ist Fast Service, außen langsam. Ah, und hier drin ist übrigens noch ein Gleis. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Man sieht es, wenn man hier upgraden will. Hup. Ich habe da mal diese unsichtbaren Gleise genutzt. Und zwar primär wegen dem Tunnel da. Damit der hier schön über die ganzen Gleise drüber geht, habe ich hier mal das unsichtbare Gleis genommen mit dem Schotterbett. Und habe das dann gerade mal durchgezogen, weil ich dachte, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, wenn es hier so zwischendrin ist. Und ja, bis kurz vom Bahnhof. In Düsseldorf selber habe ich den Anschluss da auch viergleisig gemacht. Wir haben hier einmal die Kreuzungen pro Seite, dass man hier überall hin kann. Und natürlich dann von der Richtung, dass man hier raufkommt und anders wie, dass das einfach funktioniert. Dass wenn hier ein Zug reinkommt, dass ich hier auf die, entweder auf Slow oder Fast fahren kann. Also nicht wirklich spektakulär. Ich habe jetzt auch mit den Designs jetzt auch nicht wirklich viel gearbeitet. Was wir jetzt mal einrichten werden, ist eine Regiolinie zwischen Düsseldorf und Geesthacht. Und dann hätte ich irgendwie Bock auf so eine Art Circle Line. Sprich, dass der einmal so im gegen den Uhrzeigersinn und einmal im Uhrzeigersinn hier was unterwegs ist. Weil wir hier noch mehr Traffic drauf haben. Erstes Mal machen wir hier den Regio. Und da werden wir versuchen, dass wir hier irgendwie eine schöne Parallelausfahrt hinkriegen. Und da gehe ich mal mit den Class 110, da einmal in BR Green und hier BR Blue, perfekt. Hier machen wir noch, was haben wir hier noch, das ist das 3K, 4K, machen wir hier mal den da, sehr gut, dann können wir die auch gleich im Vergleich mal sehen. Was holen wir uns hier?
Machen wir mal das hier. Und last but not least machen wir hier noch die Variante hier. Perfekt. Und jetzt sollte ich mal die alle hier mal auswählen können. Naja, natürlich nicht. Ich mache das mal so. Okay, 3, 4, 5 auswählen. Und ihr kommt alle auf den Regio hier bitte. Also beziehungsweise City Shuttle. Fup. Und rein theoretisch sollten jetzt alle zeitgleich rausfahren. Schauen wir doch mal. Sehr nice. Hat schon einen Vorteil, wenn man so ein Depot hat, was auch funktioniert. Cool. Aber es ist nicht wirklich parallel, nachdem die hier weiter hinten sind. Diesel-Trash mal wieder. Wir ignorieren mal, dass eine Class 08 steht. Schauen wir uns mal die zwei Schönheiten an. Wir haben sogar einen First-Class-Bereich da vorne. Nice. Kommst du auch? Ach nee, der wartet hier. Ach so, ja, na klar, weil das Gleis natürlich von dem jetzt gerade belegt ist. Noch ein Green mit den Zierstreifen. Klassisch Blue. Geil. Das sieht schon fancy aus. Müssten eigentlich alle stehen bleiben, bis auf einer. Vorerst mal. Oder sie bleiben gerade alle stehen, weil hier der Regio vorbei düst. Meinsen auch. Na, bist du voll? Nee, bist nicht voll. Was ist da los? Braucht es mehr Leute auf den Schienen? Und? Fährt einer oder bleibt einer stehen? Ich glaube, du fährst, hä? Nee, auch nicht. Er fährt. Wie beim letzten Mal. Coole Sache. Ja, später kommt noch der vierte. Die werden sich dann schon einpendeln. Wie sie es dann richtig machen. Und jetzt kümmern wir uns mal um die Circle 9. Und zwar gegen den Uhrzeigersinn erstmal. Hier ist der Start. Der Start macht schon mal Sinn, dass du auf Gleis 3 bist da oben. Dann hätte ich gern, dass du Fast Service machst. Fährst dann hier zu unserem geilen Bahnhof. Und zwar auf Bahnsteig 3. Na, Bahnsteig 4. Ne, Bahnsteig 3 ist schon okay. Dann von da fährst du mir bitte noch Riedberg. Ja, ist klar, jetzt lässt sich beschweren hier. Riedberg, kannst du dir aussuchen, 3 oder 4, was halt gerade frei ist. Oh, komm, Autosave, ich will eine Strecke machen. Na, komm. So, von Riedberg geht's dann weiter nach Oberwiesenthal. Haben wir da noch was frei? Oberwiesenthal. Ist eigentlich okay, wie du da reinfährst. Und von Oberwiesenthal fährst du dann wieder hier rein. Wie ist da die Streckenführung? Ja, das schaut doch wunderbar aus. Bin ich zufrieden. Also, das nehmen wir mal dann die BR für British Rail. Circle Line. Counterclockwise. Cool. Und dann ist die Frage, was mir da auf die Strecke schicken. Es muss auf alle Fälle Diesel sein, weil irgendwie da wegen Third Rail ist ein bisschen blöd. Und ansonsten haben wir Overhead. HST könnten machen. Dann hätten wir ein bisschen mehr HSTs. Wie lang bist denn du? Länge, haben wir kurz kaufen. 221 Meter. Die müssten bei unserem Regio eigentlich Platz haben. Hätte jetzt aber nicht so Lust. Oh, es gibt so viele schöne Triebwagen, aber passt jetzt nicht zum englischen Setting. Außer
außer wir setzen so ein TEE ein und sagen, der ist auch mal in England gefahren. Das wäre vielleicht was. Aber da, der ist ja elektrisch. Das bringt ja nichts. Immer nur nach Diesel. Sowas will ich auch nicht einsetzen. Ah, ich weiß nicht. Die wären auch schon ganz cool, aber die passen vom Setting jetzt hier nicht. Außer wir machen dedizierte englische, deutsche Strecke oder so. Okay, dann gehen wir mal ganz klassisch. Wir holen uns eine Diesel-Lok. Was könnte man denn da am besten nehmen? Eine Class 56, die ist eigentlich für den schweren Güterdienst gedacht. Vielleicht zweimal. Ja, warum eigentlich auch nicht? Hier die so zweimal. Und was nehmen wir so als Passagierwagen? Gehen wir mal nach Baujahr, wenn wir was Neues haben. Oh, die lange Schlierenwagen. Boah, wir müssen nochmal eine andere Strecke machen. Eben DB oder generell Europe-Style ohne England. Oder frei für alles. Wäre eigentlich auch offen. Wo sind die Englischen? Da, Mark III. Wir machen hier mal Mark III. Und zwar... Ach, machen wir mal Blue Pullman. Warum eigentlich auch nicht? Der fährt zwar eigentlich mehr als beim HST mit. Aber machen wir hier mal 3. Dann ein Buffet. Was der Blue Pullman hier irgendwie nicht hat. Kein Buffet beim Blue Pullman. Okay, ja gut. Sleeper hast du beim Blue Pullman auch nicht. Ja, dann fahren wir halt nur mit denen. Gibt es eigentlich eine Beschreibung zu denen? Irgendeine. Naja. 3, 4, 5, 6. 7, 8. 7. 3, 4, 5. Machen wir mal 6 erstmal. Können wir ja immer noch verlängern. Und das Ganze kostet 33 Millionen. Da fehlen mir noch 30 Millionen. Okay, ich lasse mal die Zeit ein bisschen laufen. Und dann kaufen wir uns den mal und schauen uns den im Detail an. Also, bis gleich. Okay, ein paar Minuten später und ich habe endlich den Zug kaufen können. Und jetzt habe ich hier wieder fast kein Geld mehr. Und dann schauen wir uns den doch mal an. Hier haben wir die Class 56 mit der Nummer 7. Schaut ein bisschen, ja, langweilig aus, muss man so zu sagen. Dann die MK3s im Pullman-Design. 6-mal die ganz genau die gleichen. Schade, dass wir da keine unterschiedlichen haben. Und dann noch die Class 56 mit der Nummer 98. Und soundtechnisch ist... ja, in Ordnung. Also hört euch mal selber, das ist jetzt wirklich was Spezielles. Fahren wir ein bisschen mit hier. Ja, da habe ich schon geilere Diesel-Sounds gehört. Aber gut, das ist ja ein Neubau, die Class 56. Und eigentlich ja nicht für das gedacht, was wir hier da machen. Und ja, es ist unterwegs auf der Circle Line. Ich werde das gleiche nochmal für die andere Richtung einrichten. Also genau andersrum. Also im Uhrzeigersinn in dem Sinn. Und jetzt muss ich mal kurz schauen. Circle Line 1. Ja. Okay, das werde ich mal machen und ich vermute mal, ich darf dann Riedberg wieder umbauen, weil jetzt hier diese zwei Bahnsteige recht oft genutzt werden. Einerseits durch die ganzen zwei Regios jetzt da, plus noch Circle Line, das sind dann 4 Linien, die da reinfahren. Eventuell muss ich das doch nochmal erweitern hier. Aber ich werde es mal beobachten. Grundsätzlich, wie schauen wir denn aus? Wir haben hier... naja, es geht von der Auslastung. Hier in Riedberg selber sollte man vielleicht mal die Linie umbauen. Da warten wir ein bisschen zu viele Leute. Vielleicht machen wir das jetzt auch gerade mal. Können wir hier eine vernünftige Verbindung machen nach da? Nee, ne? Das ist zu hoch. Das wächst hier auf dem Berg herauf. Okay, wir werden jetzt mal die ganze Linie hier mal abreißen. Bitte nur das, was ich sehe. Riedberg, Linie 1. Ah, da müssen wir jetzt erst die Fahrzeuge entfernen. Riedberg, Linie 1.
Hier kommt's alle weg. Tschüss. Und dann werden wir die Haltestellen hier mal abreißen. Ich baue das gern von Grund auf neu. Und dann werden wir eine Tramlinie draus machen, aber sehr. Neue Haltestelle. Ich würde sagen, der erste Halt ist gerade hier. Sorry, wenn es gerade ein bisschen laggt. Ich muss nochmal durchstarten. Das ist eine deutsche Haltestelle. Okay, die lasse ich jetzt mal drin. Also Halt hier unten. Hier hinten. Und eh auch wieder hier. Dann hier. Würde sagen, fahren wir mal hier nach oben. Bleiben da nochmal stehen. Und hier oben. Und dann haben wir die Linie mal ein bisschen schöner gezogen. Könnten vielleicht noch eine zweite machen. Moment mal, habe ich jetzt nicht? Ich dachte, ich hätte Riedberg 1 gelöscht. Was habe ich jetzt für eine Linie gelöscht? Ich muss das nochmal kontrollieren, aber das war jetzt nicht Riedberg 1, oder? Weil ich mir dann... Doch, Riedberg Linie 1? Keine Fahrzeuge, nein, was doch. Ich habe es einfach hier nicht gelöscht. Okay, einmal von so nach so, nach so, nach so, nach so, nach so, nach so. Und das Ganze bitte nochmal in die andere Richtung. Vielen Dank. Also, Riedberg, Linie 1. Dann Tramgleise, bitteschön. Yes, das funktioniert. Ich bin happy. Und so wie ich mich kenne, werde ich dann garantiert wieder irgendwo ein Straßensegment vergessen, wo ich die Tramlinie nicht, also die Tramgleise nicht verlegt habe. So. So, so, so und so. Schauen wir uns das mal von oben an. Das sieht, ja, siehst du, da habe ich was vergessen. Ganz typisch ich. Und dann brauche ich mir noch ein Depot. Das werden wir hier unten machen. Einmal Tramdepot. Was ist denn das? Straßenfahrzeugdepot. Das sieht cool aus. Wie so eine Werkstätte. Aber ich brauche halt leider eine Tram. Einmal bitte so. Dankeschön. Und dann schauen wir mal, was wir da tramtechnisch so hinschicken werden. Der ET100. In Doppeltraktion, ne? Das war ein bisschen zu heftig. Wir nehmen dich einmal. Den Kölner. Ich möchte wieder unterschiedlich jetzt mal hier fahren. Die Mirage ohne Beiwagen. Die 4-6er auf der Linie 1. Sehr gut. Die 4-4 in Doppeltraktion könnte man machen. Das ist nicht so lang. 3 ist mir hier zu viel. Du mit Beiwagen L4. Und einmal du. 3, 4, 5, 6, 7. Das ist eine ungerade Zahl. Da machen wir noch dich mit dazu. Und ihr alle bitte auf Riedberg. Oh je. Da hängt es wieder. Okay. Moderne Tramparade, das werde ich mir natürlich nicht hingehen lassen. Schauen wir uns das mal an. Spiel bitte, mach mit. Und schmier mir jetzt nicht ab. Ich muss echt mal durchstarten. Ich habe gerade echt ein paar FPS-Probleme. Einmal die Schweiz, einmal Wien und dann wieder die Schweiz. Aber schöne, schöne Trams. Die Lackierung finde ich ja irgendwie geil. Tut es auch eh bitte schön aufteilen, ne? Dass ihr jetzt alle in die gleiche Richtung fahrt. Auch sehr geil. Fällt mir sehr vom Modell her. Nice. Dann nur mehr die Schweiz. Sogar mit der entsprechenden richtigen Nummer. Das sind schöne Details. Der Kölner mit Beiwagen.
Warum ist eigentlich bei dir der Stromabnehmer nicht oben? Sollte der nicht oben sein? Und nochmal die Wien. Zweimal. Okay, dann haben wir hier mal Verkehr. Ich mache mal wieder auf Pause. Und dann sollte das jetzt bald besser werden, nachdem die ein bisschen mehr Kapazität haben und schneller rumfahren. Ja, das ist erstmal. Okay. Okay, ein kleines Update zu unserem Mega-Bahnhof, den wir hier gebaut haben. Wobei Mega ist relativ, King's Cross ist ja eigentlich größer als das, was ich da gebaut habe. Aber wie ihr sehen könnt, die ganzen Tunnel sind verschwunden, denn ich hatte da eine Kollision bzw. Stau, weil die Züge nicht richtig fahren konnten und jetzt habe ich mich dafür entschieden. Okay, ja, was soll's. Wir nehmen ein paar Millionen in die Hand und anstatt, dass wir hier einen Tunnel machen, werden wir hier einen Graben machen und da kann ich hier besser mit den Weichen spielen und jetzt funktioniert es wesentlich besser. Also wir gehen hier doppelspurig hier nach oben, Kreuzungsweiche und dann hier entsprechend die Verbindung nach unten. Von den Linien her sieht es jetzt dann so aus. Also hier haben wir halt mehrere Begegnungen auf der Strecke. Wenn ihr jetzt eine bessere Idee habt, nachdem ihr eigentlich quasi die zwei Gleise in die Richtung gehen, die zwei Gleise in die Richtung und das Segment quasi in beide Richtungen befahren wird, schreibt es mir das in die Kommentare. Eventuell machen wir das hier sechsgleisig, ich keine Ahnung, oder auch mit Überwerfungen, dass wir so wenig Kollisionen wie möglich haben, aber das hier so oder so ein Bottleneck. Und auch mit den zwei Stationen, aber vermutlich eine dritte Station wird hier nicht schaden, dass wir die mal machen. Aber das schauen wir uns in Episode 12 an, glaube ich, nach der. Ich glaube, das ist Episode 11, was ich hier gerade mache. Also, ich wünsche euch was. Ich freue mich auf euer Feedback, wie euch das gefallen hat und was ihr vielleicht anders machen würdet. Bis demnächst hier auf dem Kanal.